Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir machen weiter mit der nächsten Rückholaktion. Denn wir brauchen dringend unser Zeug zurück. Es wird ganz schön schwierig, weil ganz ehrlich, das ist die Insel des Todes. Und wir haben hier bloß eine halbe Bronzerüstung. Nicht wirklich irgendwas, um Schaden zu machen. Ja. Sehr, sehr semi-optimal. Sagen wir es mal so, aber man muss auch sagen, wir haben es schon mit einer Lederrüstung geschafft, in den Ebenen unser Zeug zurückzuholen. Also, nichts ist unmöglich. Toyota. Wir müssen ein Stückchen weiter nach rechts. So, jetzt erstmal überlegen. Ich hatte jetzt genügend Zeug mit. Werkbank hatten wir ja, glaube ich, schon hingestellt. Ich schnapp mir hier trotzdem mal noch ein paar Bärchen. Wo kam er denn her? Ach, geh bitte weg. Ja, wir haben alles dabei, das passt. Das heißt, jetzt wieder Floß bauen. Und auf Floß geht's los, liebe Freunde. Bärenmarmelade, Suppe lässt langsam nach. Geben wir gleich nochmal eine neue dazu. Wie laufe ich? Voll doof. Hier sind wir da rausgekommen, jetzt bin ich hier. Was mache ich denn? Wenn das erledigt ist, ich habe es letzte Folge schon mal erwähnt, dann lassen wir das erstmal mit den Seeschlangen hier oben. Dann würde ich lieber mit euch noch ein bisschen das Gebirge erkunden. Und die Ausrüstung noch etwas perfektionieren. Das würde mir dann doch ein bisschen mehr Spaß machen. Als jetzt... Ach mal, was mache ich denn heute? Entschuldigung. Irgendwie laufe ich komplett doof. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich muss davor, aber das ist völlig falsch. Wir müssen straight in diese Richtung. Genau. Hier drüben wollte ich eigentlich starten. Naja. Kleinen Umweg gelaufen. Dafür haben wir ein paar Pilze, Disteln und Blaubeeren gefunden. Der Troll hat auch losgelassen von uns. Nein, du gehst weg. Ist das Kupfer? Nö. Wir können ja mal gucken. Na gut, gegen die geht's schadenstechnisch noch. Gegen die Sumpfbewohner wird's halt echt eklig. Aber wir haben zumindest 100 Pfeile. Geh weg. Wir können da halt bloß versuchen, ein bisschen aus der Entfernung vom Floß aus loszuballern. Ich sag mal, mit dem Edelholzbogen und den Feuersteinpfeilen machen wir schon ganz gut Schaden. Das ist okay. Ein einzelner Pilz? Eigentlich selten. Eigentlich kommen die in Gruppen vor. Na, der hat sich anscheinend hier verirrt. So, du gibst mir noch deinen nächsten Schwanz. Genau, perfekt. Jetzt lass mal gucken, wo waren wir genau? Dich habe ich nicht gesehen. Ich sammle das jetzt einfach mal alles, weil wir können nicht immer nur straight und stur hier durchrennen. Und doch schon wieder was. Gerade was hier so alles an reichlichen Sachen gibt. Was es so an Sachen reichlich hier gibt. Himbeeren, Blaubeeren und Fleisch. Das müssen wir auch mal mitnehmen. Inventar schon wieder fast voll, aber es ist nicht schlimm, weil wir haben dann keinen Zeitdruck. Eigentlich ist nicht unbedingt mein Plan, jetzt auf die Insel, zack, unser Loot holen. Und wieder weg, sondern wir haben dann eh keine Zeit auf der Insel. Ganz ehrlich, wir können da nicht anfangen, erstmal in Ruhe unser Inventar, also unsere Rüstung anzuziehen und so. Das dauert ja auch alles einen Moment. Wir müssen die Insel schon vorher nackig machen, was Gegner angeht. So, auf. Oh nein, irgendwie hängen wir. Was ist denn jetzt los? Och, Menno. Komm schon. Irgendwas ist hier vorn. Einfach nicht tief genug, das Wasser. Ach, jetzt müssen wir das wirklich nochmal abbauen. Wäre ganz schlecht. Eigentlich wäre es richtig doof, weil wir machen unsere Axt damit kaputt. Probier's jetzt nochmal. Ah doch, ich glaube, jetzt könnte was passieren. Jawohl, jetzt habe ich natürlich unnötig zweimal draufgehauen. Müssen wir dann unbedingt nochmal irgendwo reparieren. So.
Ein kleines Stück nach rechts. Wind ist nicht voll bei uns, aber ich glaube so ein kleines bisschen zumindest. Wir ziehen jetzt straight hier durch bis hier vorne hin. Ja, und dann entweder laufen wir, obwohl hier geht auch wieder Sumpf los. Vielleicht laufen wir hier durch, machen das Boot doch nochmal kaputt und machen dann von hier rüber. Müssen wir mal schauen, was wir da am besten anstellen können. Ich möchte halt wirklich einen etwas größeren Bogen so um diese ganze Gegend hier fahren. Weil das einfach zu viele Schlundis sind, die dort auf uns warten und unser Boot anknabbern. Eben würde ich ganz gerne umgehen, so weit wie möglich. Wir schauen mal. Ja, und dann mal gucken. Auf jeden Fall Gebirge. Wieder ein bisschen was sammeln. Wolfspelze, Drachentrophäen. Silber, alles ein bisschen hochstufen. Mal gucken, vielleicht finden wir das dritte Ei noch. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Dann könnten wir uns so langsam aber sicher auch schon mal zur Drachenmutter machen. Ich habe halt echt gar keine Angst mehr vor anderen Bossen. Lasst mich mal kurz gucken. Sind wir schneller, wenn wir paddeln? Nicht wirklich, oder? Ich denke nicht. Ja, ich habe nicht mehr wirklich Angst vor anderen Bossen, weil wir haben den Knochenwanz besiegt und überall heißt es, ist der schwerste, deswegen mache ich mir irgendwie recht wenig Gedanken über die Drachenmutti. Ich weiß gar nicht, was kommt denn, so ein Riesenskelett oder sowas kommt noch, ne? Ein Video dazu habe ich nicht gesehen, also der Boss in den Ebenen, aber wir haben ja den Opferstein so, wo ich glaube jetzt stehen wir fast, ja. Aber an den Opferstein haben wir ja so kleine Gemälde dran. Höhlenmalereien. Steinmalereien. Ich glaube, das war so ein Riesenskelett. Einmal wieder Rückenwind haben. Das ist mein einziger Traum in dem Spiel. Das war das letzte Mal schon fies, ne? Wo wir hier runter sind, hatten Gegenwind. Dann sage ich, komm, wir ziehen wieder zurück. Jetzt haben wir voll Rückenwind. Und in dem Moment, wo wir uns rumdrehen, geht der Wind einfach auf einmal andersrum und wir haben wieder Gegenwind. Mann, Mann, Mann. Tja, ich weiß nicht. Irgendwie hier diese ganze Insel, ich habe das Gefühl, wir sollen da nicht hin. Hier ist eine Seeschlange, hier ist eine Seeschlange. Generell der Spawn an Monstern, der da abgeht, das ist unnormal. Also das kann man ja wirklich auch mit dem anderen Sumpf nicht vergleichen. Oder den anderen Sümpfen. Wir müssen dann auch mal schauen. Ich glaube, die eine Silberader hatten wir fertig hier. Ich möchte sie jetzt noch nicht wegmachen, aber wir müssen dann auch im Gebirge mal ein bisschen anfangen, unsere Karte etwas mehr aufzuräumen. Also immer mal wieder Sachen löschen, die wir markiert haben. Das habe ich hier am Anfang ganz schön vernachlässigt und jetzt ist alles voll. So, wie sieht's denn aus? Wir treiben irgendwie viel zu weit nach links. Gut, wir können eigentlich gleich straight hier rüber, obwohl, ne, ich habe echt Angst, dass wir die Seeschlange hier unten anlocken. Wenn wir jetzt hier lang düsen, dann haben wir halt nämlich echt verloren, weil dann ist gar nichts mehr an Rüstung, außer die Lederrüstung. Ach, Wind, komm schon. Es ist doch nicht komplett gegen Wind, so ein bisschen nur. Vielleicht könntest du kurz drehen für mich. Ja, ich würde sagen, wir fahren lieber hier die Route wieder lang. Vielleicht ein kleines Stück weiter rechts, dass wir hier so rauskommen. Da wissen wir zumindest, dass die safe ist. Jetzt ist wieder komplett Gegenwind. Geil. Ja, da wissen wir zumindest, dass die safe ist. Und dann bauen wir notfalls das Boot ab. Laufen hier rüber. Bauen uns wieder auf. Und schwimmen einmal hier rüber. Dann werden wir mit dem Floß irgendwo davor stehen bleiben. Schön die ganze Zeit Feuersteinpfeile draufballern. So viel wie geht. Dann die restlichen noch aufräumen, Zeug wiederholen, Portal und ab nach Hause. Müssten wir eigentlich auch zu Hause direkt alles sofort aus dem Inventar werfen und wieder ins Portal. Wir haben ja schon gesehen, dass die unsere Truhen und auch alles andere dort angreifen. Also wird das mit dem Portal nicht anders sein. Ich habe halt keinen Bock, dass wir unser Zeug nehmen, nach Hause teleportieren, in die Kisten packen, wieder zurück wollen und auf einmal ist das Portal nicht mehr verbunden. Wir haben hier am Ende noch richtig viel guten Loot rumstehen.
machen wir nämlich die Reise, die wir gerade machen, nochmal genauso. Und das muss ja nicht sein. Ja, es geht schleppend voran, es tut mir leid, wie lange das jetzt schon dauert, aber wir haben einfach kein Glück mit dem Wind. Jetzt treiben wir schon wieder viel weiter nach links, ich weiß nicht, ob es der Wind ist, aber ich hab ja prinzipiell mein Ruder gerade. Also straight gerade fahren wir dann nicht. Anscheinend entweder durch den Wellengang oder durch den Wind fangen wir doch immer mal wieder an, kleine Kursänderungen hinnehmen zu müssen. Stellt euch mal vor, Entschuldigung, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Irgendwie meine Stimme heute. Stellt euch mal vor, wir hätten das Langschiff jetzt wieder. Das wäre so geil. Das war so flink unterwegs. Selbst bei Gegenwind wären wir da, glaube ich, noch dreimal so schnell gewesen. Ja, und alles wegen so einem kleinen Fehler. Der Titel der letzten Folge, Dummheit wird bestraft. Der ist schon richtig, ne? Es war einfach nur mein Fehler. Ich hätte tatsächlich nur etwas eher was essen müssen. Und dann wären wir mit mehr Leben dahin. Naja. Dafür sieht es jetzt hier ziemlich cool aus. Bloß ist teilweise komplett unter Wasser, aber ist kein Problem. Wir machen das schon. Mal gucken, ob wir es die Folge noch schaffen. Ich glaube fast nicht, dass wir da noch ankommen, so langsam wie es vorangeht. Aber noch mehr Gegenwind kann man gar nicht haben als aktuell. So, sind wir so safe, wenn die hier unten wartet? Bestimmt, oder? Das ist zu weit. Hört mal, das ist ja fast so weit wie bis hierhin. Ich glaube, so einen großen Radius hat die nicht. Ein ganz kleines Stückchen nach links würde ich vielleicht noch gehen. Vielleicht so. Dann kommen wir irgendwo hier vorne an. Das sollte auf jeden Fall passen. Dann schnell das Boot abgeklopft. Kaputt gemacht, eingepackt und rüber hier. Müssen da mal gucken. Jetzt haben wir natürlich relativ volles Inventar. Ja gut, aber wir bauen dann das Portal dorthin. Das ganze Zeug, dafür liegt ja dort. Und bringen das alles schnell in die Basis und dann erstmal adieu, liebe Todesinsel. Bin mal gespannt, was hier oben alles noch kommt. Also ich würde... Habe ich denn das eigentlich durchgestrichen hier? Weiß ich auch nicht. Ich würde schon natürlich später mal mit euch noch gucken, dass wir hier oben und natürlich auch unten links und rechts mal noch ein bisschen erkunden gehen. Den Händler müssen wir ja schließlich auch noch finden. Aber lasst uns damit mal ein bisschen warten. Vielleicht, wenn wir die ganze Wolfsrüstung... Achso, jetzt wollte ich sie zeigen, wir haben sie doch gar nicht, verdammt. Ja, vielleicht wenn die ganze Wolfsrüstung mal hochgelevelt ist. Eventuell auch das Wolfsschwert. Oder Silberschwert, Entschuldigung. Und natürlich wieder ein großes Langschiff und der Torger Reißzahnbogen. Am besten mit ein paar guten Obsidian-Pfeilen. Dann bin ich bereit, das nochmal zu probieren. Aber vorher habe ich echt gar keinen Bock mehr auf große Wassertouren. Wir haben uns nämlich bisher irgendwie nur Pech gebracht. Es müsste ein Med geben. Trank des Rückenwindes. Wäre ich der größte Hersteller der Welt dafür in dem Spiel. Wir haben es fast geschafft. Da vorne ist schon das Festland. Jetzt müssen wir hier wieder nachts durch den dunklen Wald stiefeln. Eigentlich gar keinen Bock. Ich hau mal direkt noch eine Wurst mit rein. Müssen halt auch nur echt langsam gucken, weil wir haben bloß noch eine Wurst. Dann ist Ende mit Wurst. So, komm, wir machen jetzt ein Stück weiter links, weil dann ist die Insel einfach schon eher... Naja, obwohl... Nee, war Quatsch. Jetzt überlegt, dass wir doch hier ranfahren. Dann sind wir nicht so lange auf dem Wasser unterwegs.
Ja, wir gucken mal, wo wir rauskommen. Ich glaube, so einen großen Unterschied macht's nicht. Ich hoffe echt, dass wir das hinkriegen. Es liegt einfach echt alles da oben, was wir irgendwie haben. Eisenrüstung, Wolfsrüstung, ganzen Waffen, der Bogen. Also, wir müssen das einfach schaffen. Ich habe echt keinen Bock, dann wieder anfangen zu müssen, Kupfer zu sammeln. Um wieder irgendwie eine Rüstung zu kriegen. So. Komm schon. Wir haben es gleich. Ich sag's euch, sobald wir dann hier drüben sind, wird der Wind wieder so drehen, dass es genau Gegenwind ist. Weil uns der Wind in dem Spiel einfach nicht leiden kann. Wenn wir schlau sind, fahren wir jetzt mit dem Floß nochmal volle Kanne gegen einen Stein. Dann brauchen wir nämlich nicht so viel von der Haltbarkeit der Axt zu verschwenden. Ich finde es ein bisschen schade, dass man das nicht abbauen kann. Ich dann mal überlege mit dem Langschiff zum Beispiel, wenn wir das einfach mal wieder einstecken wollen, kein Plan, wie viele Schläge wir am Ende dafür brauchen. Und Bärenmarmelade wird auch langsam leer. Wir müssen uns dann echt beeilen, gerade mit der Wurst noch. Effektiv, auch wenn da 1600 Sekunden sogar. Ja, sogar noch mehr als 20 Minuten. Die fangen ja alle irgendwie gefühlt nach 10 Minuten schon an, schlechter zu werden. So, komm, jetzt einmal straight hier dagegen. Das Floß wird immer langsamer. Ich glaube, das bringt nicht so viel. Bam, komm, krieg Schaden. 1,8. Okay, gut, das können wir lassen. Ey. Wir werden schon wieder... Ne, die bewerfen die Skelette da oben. Alles gut. Hält nämlich eigentlich schon ein bisschen was aus, ne? Okay, jetzt haben wir es kaputt. Haben wir das Zeug bekommen. 20 mal Holz. Das hat doch auch Harz und Leder gekostet. Haben wir das jetzt wieder... Ah, na klar, ein Unterwasserskelett. Jetzt haben wir das wieder nicht gekriegt, ne? Das verstehe ich nicht ganz. Als das erste Boot von uns kaputt gegangen ist, haben wir definitiv auch die Bronzenägel und alles wiederbekommen. Also entweder wurde das irgendwie geupdatet. Vielleicht haben die Entwickler keinen Bock drauf. Riesenwelle. Vielleicht haben die keinen Bock drauf, dass man die abbaut und irgendwo wieder aufbaut. Man kann sie ja schließlich auch nicht abbauen. Ich denke mal, irgendwie wird das so gedacht sein. Aber geil, jetzt brauchen wir wieder 5 Leder. Das Harz kriegen wir schnell zusammen. Da haben wir schon das erste. Wir brauchen halt Leder, das heißt, wir brauchen Wildschweine. Ach, das ist ganz schöner Mist. Verzögert sich wieder. Tut mir leid. Aber wir haben das Floß ja auch... Ja, hier müsste doch auch eigentlich noch irgendwo ein Floß stehen, oder? Bin ich gerade verkehrt. Wir waren doch hier... Hier stand doch das Floß und wir haben das Langschiff daneben gebaut, oder? Ich mal kurz rumgucken. Ist jetzt natürlich auch ein bisschen doof, dass es Nacht ist. Also das Harz haben wir auf jeden Fall mal echt schnell zusammen, weil die Skelette sich hier heftigst bekriegen mit den Grauzwergen und Gräulingen. Ja, ich dachte, hier müsste eigentlich noch ein Floß von uns stehen, aber wenn, dann waren wir halt auch... Obwohl, hier oben waren wir vielleicht... Wir gucken nochmal schnell. Folge ist sowieso leider gleich rum und effektiv haben wir gar nichts geschafft. Außer, dass wir noch... Na doch, wir brauchen noch 2 Harz und 5 Leder. Das haben wir geschafft, dass wir schlechter hier angekommen sind, als wir gestartet sind. Tja, jetzt weiß ich gar nicht. Wildschweine, dunkler Wald, rennen eigentlich auch welche rum, oder? Ich glaube nicht ganz so viel wie im Grasland zumindest. Sind das meine Eindrücke, die ich so hatte. Aber Rehe und Hirsche rennen zum Beispiel auch rum. Ach, ein Berserker, geil. Ja, auf den habe ich gerade ehrlich gesagt gar keinen Bock. Wir können mal wieder ein bisschen sneaken. Dürfte uns doch hier eigentlich... Ja, er sieht uns, natürlich. Naja, gut. Ich glaube, mit Bronzeschild kriegen wir den trotzdem ganz gut erledigt.
Na komm. Aua. Ja, easy. Der Harz? 4 Harze haben wir bloß. Nee, also wir müssen tatsächlich nochmal auf Wildschweinjagd gehen. Beim 5 Stück gleich noch. Das kann ein ganzes Weilchen dauern. Mann, hätte ich es nicht abgebaut. Naja, wir machen an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Wir müssen mal gucken, wie wir das am besten lösen. Idealerweise kriegen wir die Nacht erstmal rum. Weil sonst sind wir hier nur damit beschäftigt, unser Leben zu verteidigen. Ja, ich bin mal gespannt. Irgendwie läuft es in den letzten Folgen mal wieder nicht so. Aber ey, solche Tage gibt's halt auch. Wir kriegen das irgendwie hin. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen. Macht's gut.